wir sind froh, dass wir hier beim Wasserverband Eifel Ruhr endlich ein neues Gebäude bekommen haben. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Nun ist heute der große Tag. Die Einweihung hat stattgefunden. Wir haben ein großes Ausbildungszentrum. Wir können hier unsere standardisierte Ausbildung neu gestalten. Wir können jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Also wir bilden hier einmal drei Berufe aus. Das ist einmal der Mechatroniker, die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Einmal den Elektroniker für Betriebstechnik, die Ausbildungsdauer beträgt auch 3,5 Jahre. Und Fachkraft für Abwassertechnik, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Der wahnsinnige Vorteil dieser zentralen Ausbildung ist es, dass wir auf die verbandsinternen Richtlinien geschult werden und alle Azubis auf dem gleichen Stand sind. Und das halt ein sehr großes und weites Wissensspektrum schafft. Wir können hier auf theoretische Inhalte gehen, wir vermitteln hier Praxis und geben alles, was dem Ausbildungsrahmenplan entspricht, den Azubis mit für ihre praktische Tätigkeiten auf den Anlagen, auf den Talsperren oder in anderen Bereichen des Wasserverbandes. Ja, und wir werden hier bestens darauf vorbereitet, haben sehr gute Materialien zur Verfügung, um hier die Prüfung bestens zu bestehen.